Ja, das ist sehr schön. Wo waren wir stehen geblieben hier? Tatsächlich auf den Skellige-Inseln. Okay. Stimmt, wir hatten dann ja hier auch noch, oh Gott, jede Menge Fragezeichen. Mal gucken, wo sie sich, also wo unsere Quests uns doch überall hinführen mögen. Ich bin, wie gesagt, am Überlegen, ob ich nicht einfach die DLCs vorher mache. Ob das Sinn macht. Wäre natürlich eigentlich ganz cool. Weil ich würde gern erst Hearts in, also Hearts of Stone machen. Und danach Blood and Wine. Dafür möchte ich natürlich alles andere fertig haben. Gut, also, wir sollten aber erstmal nach da hinten. Und jetzt mal gucken, ob ich in die Steuerung direkt wieder reinkomme. Ich habe das Spiel jetzt ja relativ lang nicht mehr gespielt. Was heißt relativ lang? Wann? Letzte Woche, glaube ich. Ich habe ja jetzt nicht mehr so viel Zeit mit Witcher verbracht. Lag aber halt auch mit daran, dass ich nicht will, dass das Spiel schon so schnell endet. Ich möchte eigentlich. Achso, da muss ich hin. Ich würde am liebsten gerne noch Ewigkeiten dran sitzen. Nicht viel übrig. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Dem hat was richtig zugesetzt. Ja. Man merkt's. Da ist noch was. Sieht aus wie Blut, aber. Roter Lehm. Wieso? Sieht doch lecker aus. Neckarkämpfer markieren mit diesem Lehm ihre Position im Rudel. Die Kreatur, die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Jedenfalls kann sie primitive Fallen aufstellen. Okay. Das heißt, wieder Spuren Die Spuren folgen. führen in den Wald. Das grenzt uns jetzt schon wieder ein. Nicht. So, wo sind sie? Da sind die Spuren. Wenn man sie einmal gefunden hat, geht es. Ein guter Ort für ihr Nest. Ganz ehrlich, wie? Wie um alles in der Welt ist der da aufgespießt worden? Wo soll der runtergefallen sein, dass er so landet? Wie? Das erschließt sich mir nicht so ganz, ne? Ich habe keine Ahnung, wie man so landen kann. Ruht sich doch mal aus. Klar, ich. Du, wenn ich mich ausruhen will, ich leg mich auch immer auf so ein Stück Fels. Stalagmit? Stalaktit? Ja, was auch immer. Ich leg mich da auch auf, klar. Das massiert so ein bisschen den Rücken, ne? Ah, okay. Ja, ich merke mir sowas irgendwie nicht und ich glaube, ich muss hier ganz schnell weg. Da war ein Neckar. Glaube ich. Ja, Die Neckar ich sind glaube, ich offenbar hätte immun damals, gegen wo das Gift. wir Jetzt beschützt es ihr Nest. Puh. im Harz waren, in diesem Bergstollen. Tropfsteinhöhle, so heißt das Ding. Da hätte ich, glaube ich, besser aufpassen müssen. Da wurde uns das ja, glaube ich, erklärt. Also, ich liebe das Neckar. Endlich das Der war Hauptnest. schlecht.
Ja, ich hab euch auch. Ich hab euch so gerne. Huch. Und da wurde es plötzlich dunkel vor meinen Augen. Ich habe wohl Gesellschaft. Natürlich haben wir Gesellschaft. Geralt, wann? Ich meine, ich frage dich, wann waren wir, seit wir zusammen unterwegs sind hier? Teil 2 oder 3. Wann waren wir in dunklen Höhlen jemals alleine? Das ist immer so eine ernst gemeinte Frage. Es ist immer irgendjemand da. Was hat er? Ui. Der will's aber wissen, ne? Jetzt. So. Erstmal plündern. Plünderparty. Das ist immer noch was. So, jetzt waren es das aber alle. Okay, dafür brauche ich noch irgendeinen. Irgendwas anderes. So, Arme hinauf. Und dann holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Es geht ja Plötze? Nee, okay. Ich dachte, das wäre Plötze, die da stand. Ich will meine Quests abgeben. Und zwar bei dir. Also, hilfst du mir? Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Nein, alles in Ordnung. Ah, nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Danke, bis dann. Gut, wir haben hier noch ganz viel Schatzsuche. Würde ich natürlich auch gerne mal machen. Erstmal gucken, wo das ist. Okay, da oben.
Nein, ich mag keinen eingelegten Hering. Eingelegter Hering ist nicht so meins. So stimmt, hier hatten wir ja noch jemanden. Fisch ist gut, aber nichts gegen ein saftiges Mann. Gewonnen! Ich habe in der Arena gewonnen! Ja, wirklich? Und wen hast du besiegt? Den Unglückswurm. Und wenn wir unsere Schwerter in Salz tauchen oder Bleikugeln gießen und ihn da... Druiden können euch bei Erscheinungen nicht helfen. Ach, du bist wohl besser? Halt die Klappe! Er ist besser als alle! Das ist ein Hexer. Hör mal, es geht um unsere Arena. Da spukt eine Erscheinung. Wir wissen nicht, wie man sie los wird. Kannst du was unternehmen? Diese Erscheinung, mit der werde ich vermutlich fertig. Ich brauche die Details. Was willst du wissen? Was wisst ihr über den Geist? Wann ist er zum ersten Mal aufgetaucht? Mein Großvater hat gesagt, dass die Erscheinung seinem Großvater zufolge Ulle der Unglückswurm hieß. Er verlor jeden Kampf, erholte sich aber immer von seinen Wunden. Ulle konnte nicht einmal sterben wie ein Mann. Bis Jarl Torma eines Tages ein Turnier in der Arena ausrief. Damals wurden die Gegner ausgelost und der Jarl musste gegen Ulle den Unglückswurm antreten. Ulle? Der Jarl war so siegessicher, dass er Ulle verhöhnte und der Lächerlichkeit preisgab, bis sich die Leute auf den Rängen vor Lachen bepissten. Schließlich hob er sogar triumphierend die Arme und da steckte ihm Ulle, der es nicht mehr ertrug, einen Dolch in den Rücken. Im Sterben verfluchte Torma Ulle. Mögest du immer wieder verlieren, endlose Jahrhunderte lang, das sagte er. Und seitdem spukt Ulle in der Arena und will kämpfen. Manchmal gelingt ihm das auch. Du meinst, es haben schon Leute versucht, ihn zu besiegen? Soll das ein Witz sein? Jeder besiegt ihn. Aber der arme Kerl kommt immer wieder zurück. Darum können wir ja auch keine normalen Kämpfe ausrichten. Was ist das für eine Arena? Eine ganz gewöhnliche. Hier haben die besten Krieger ihre Kräfte gemessen. Spikeroger Kämpfe waren in ganz Gellige berühmt. Bis eines Tages eine Erscheinung auftauchte. Woher weißt du das? Ich hab doch gesagt, er ist ein Hexer, ein kluger Mann. Der weiß sowas. Na gut, ich kann versuchen, diesen Geist auszutreiben, aber nicht kostenlos. Wenn du es schaffst, zahlen wir dir die Siegesprämie. Und einen Teil unserer zukünftigen Einnahmen, wenn der Fluch gebrochen ist und die Kämpfe wieder laufen. Findest du es nicht etwas übertrieben? Doch, etwas, aber drauf geschissen. Wenn der Hexer mit der Erscheinung fertig wird, hat er einen Anteil verdient. Also gut, aber nur einmal. Klingt vernünftig. Wartet hier auf mich. Es dürfte nicht lange dauern. Sei gegrüßt. Huch. Danke. Bis dann. So. Zuallererst möchte ich einmal das, wozu wir überhaupt hierher gekommen sind, erledigen. Jo, das war auch richtig.
Okay, wir sollten erstmal die Notizen lesen, die wir hier überall noch haben. Lesen wir es gerade absichtlich nicht durch. Also. Was ist das? Okay, da hinten. Dafür bräuchten wir ein Schiff. Na gut, aber wir können auch ohne Schiff dahin und machen das einfach mit Schnellreise. Würde jetzt so schneller gehen. Solange ich überhaupt an Land komme. Hier sollte ich. Sehr schön. Nee. Wo war's? Hier hinten. Ja, ja. Sagte sie. Oder nehmen wir einfach von da aus ein Schiff. Was bloß auf im... Macht, glaube ich, mehr Sinn. Sofern wir Boote finden. Da. Da ist eins. Oh. Oh, das hatten wir sogar schon mal. Ich glaube, wir nehmen lieber das Boot, was heile ist. Ich bin nicht sicher, ob das hier so gut ist. Ich glaube, unser Boot bleibt diesmal aber heile.
Wäre zumindest wünschenswert. Geralt. Ah, jetzt haben wir wieder den Bug mit dem, dass er nicht schwimmen will, also tauchen will. Ach, Geralt. So, jetzt sind wir hier immer an Land. Gucken wir mal, dass das jetzt wieder funktioniert. Okay. Nee. Dann muss ich einmal speichern. Ich hasse es. Wir müssen einmal Witcher neu starten. Einmal kurz Witcher neu starten. Ich hasse es. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. Der elfische Wissende beschloss, die Unterstützung für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Eredins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. So, können wir jetzt wieder tauchen? Ja. Okay, und da müssen wir hin. Da ist der Schatz. Bitte aber hoch. Ah, mal wieder auftauchen. So ein Eis haben wir? Bist du fertig mit Aufbäumen? Ja! Yeah. Okay. Schmecker, Schmecker, Eis! So, das wird jetzt ein bisschen... schwierig. Aber wir kriegen es hin. Irgendwie. So. Übernehmen wir einmal das Steuer. Können wir einmal gucken, wo wir als nächstes... Oh Gott, das kribbelt schon wieder so auf der Zunge. Ah, ich liebe das Eis. No. Nee, da müssen wir noch nicht hin. Weil doch, die beiden Sachen müssen wir noch... Nilfgaarder Schatz. Komm, wo ist das denn? Ach du Kacke. Der ganz da oben.
Vor allem, es gibt so wenig Punkte, an denen man Halt machen kann. Gut, würde ich mal sagen. Wir schlängeln uns. Hier so lang. Wir machen jetzt kein großes Zickzack-Rennen hier. Schlängeln uns hier so lang. Hier lang und dann da hoch. Dann haben wir zumindest ein bisschen was. Haben wir noch neue Waffen? Ja. Ich muss eigentlich dringend wieder Waffen verkaufen. Ist aber nichts Tolles bei. Hier können wir erst mit Stufe 34 machen. Das ist das. Das ist leichte Rüstung. Leichte Rüstung braucht kein Mensch. Okay. Hier haben wir noch einen Punkt zu verteilen. Gut, da haben wir schon was von. So, das verbessern wir einmal. Da haben wir hier noch was. Großes grünes Mutagen haben wir hier noch. Okay. Ne, sowas haben wir leider nicht mehr. Okay. Wird jetzt ein bisschen schwieriger, so zu spielen. Ja, alles gut. Ich muss mich mal kurz einhändig spielen. Dann kann ich nämlich das Eis besser halten. Nämlich Angst, dass es sonst auf die Tastatur tropft. Lecker Schmecker, ja. Ich liebe dieses Eis. Vor allem am geilsten ist wirklich die Spitze, wo es dann so schön am Prickeln ist. Ich liebe es, wenn es prickelt. Als Kind konnte man da gar nicht genug voll kriegen. Das weiß ich. Ui, Sirenen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hierher kommen. Geralt, wenn ich einmal drücke. Musst du das auch nur einmal machen. So. Ich hoffe, dass wir überleben werden.
könnte in mir was eng werden. Mit dem Sauerstoff. Geralt. Und noch einmal. Wunderbar. Oh. Ja, einmal auftauchen. Da ist auch wieder ein Wal. Warte. Da. Ein Wal, der schon wieder festgefroren ist. So, jetzt muss ich aber gucken, was wir hier entfernen können. Das können wir auch einmal tragen. Womit werfen wir weg? Damit werfen wir weg. So. Jetzt sollten wir... Oh Gott, ein bisschen Platz haben wir nur. Noch Sachen bei Plätze, die wir können. Panik ist 60. Sittel. Okay, 80. Können wir 80 toppen? Das sind nur Satteltaschen. Aber Satteltaschen tragen wir schon 100. Was haben wir da? Es ist aufgefordert. Jetzt können wir wieder ordentlich weiterspielen. Bei der Schatz, jetzt kommt der hier. Oh, ein Echina ist da noch. Oder heißt die Echina? Ich glaube auch. Ich habe mir das so nicht merkt.